Hallo liebe Rasenfreaks, es ist mega windig, aber das hält uns nicht ab. Es ist richtig warm heute und der Rasen ist am Powern. Ich mähe wieder, Freaks. Yes! Yeah! Alle ist noch Quatsch. Aber manche Stellen sind schon richtig hoch. Ich gehe mal rum hier. Da kommt der Rasen schon richtig gut. Und hier werden wir mit dem Edco mal ganz schnell ein paar Schnitte rüber machen. Ich denke, ihr versteht kein Wort. Es ist so windig. Aber wir ziehen hier durch. So, Rasenfreaks, ganz leicht, nur ganz leicht angeschnitten, nur die obersten Spitzen abgeschnitten. Gerade so eben, dass der Rasen wieder auf eine Höhe kommt. Es geht los, yeah! Yo, krass! Wir messen nochmal die Schnitthöhe. Das ist jetzt so eine Höhe 2,5 bis 3 cm, also schon noch relativ hoch. Also wirklich nur die oberen Spitzen abgeschnitten. Normalerweise mähe ich ja auf 16 mm bis 14 mm. Also das ist sehr vorsichtig gestartet, sehr robust. Nicht so stark das Gras schädigen. Das ist gut. Ja, lieber Rasenfreaks, das ist schon ein Träumchen. Auch dieser Unterschied zwischen gemähtem und nicht gemähtem Rasen, das ist unfassbar. Ich meine, man hat ja jetzt gar nicht viel gemacht, man hat nur so ein bisschen die Spitzen weggemäht und durch die Gleichmäßigkeit, durch die Streifen, sensationell, sensationell. Hier in der Südkante hat meine Frau Tulpen gepflanzt. Da darf ich nicht rüber mähen,
Ja, dann muss ich das hochwachsen lassen hier. Mal gucken, ob die überhaupt noch kommen, die Tulpen. Aber mal aufpassen. Blümchen sind natürlich auch ganz schön. Das ist echt der helle Wahnsinn durch den Sturm. Und ganz viele Stöcker wieder, vor allem von der Birke runtergehauen. Die schmeißt ein paar Stöckchen, und die Eiche auch. Ich sammle das immer auf, weil ich das nicht schön finde, mit dem Spindelmäher darüber zu mähen. Das tut auch der Spindel letztendlich nicht gut. Klar, so ein kleiner Stock macht jetzt aber auch nichts, aber mich stört das. Deswegen immer schön aufsammeln. Es geht mir gar nicht so darum, jetzt hier schon richtig zu mähen. Wichtig ist, den Boden wieder ein bisschen zu glätten durch das Rüberwalzen des Spindelmähers. Natürlich die langen Hälmchen abzuschneiden, die Wurmhaufen so ein bisschen glatt zu drücken, damit der Rasen kommen kann. Ja, noch 2-3 Wochen, dann geht's los hier. Wenn ihr nicht genau wisst, wann ihr mit der Düngung starten wollt, eine sehr schöne Zeigerpflanze ist die Forsythie. Wenn die Forsythie anfängt zu blühen, dann darf man auch düngen. Das eine sind die 150 Grad Temperatursumme, Grünland-Temperatursumme. Das andere sind Zeigerpflanzen wie die Forsythie. Wenn die anfängt zu blühen, dann aber los, dann wird gedüngt. Wir haben eine schöne große Forsythie, da ist auch gar nichts. Unsere Forsythie da hinten, die sieht noch richtig tot aus. Also ein bisschen dauert es noch. Ja, mal so ein bisschen Sauerkeit hier auf dem Rasen. Das ist schon ganz cool. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.